Jahreshoroskop Widder. Ein aufregendes Jahr steht Ihnen bevor, Widder. Sie werden sich in vielen Bereichen Ihres Lebens weiterentwickeln und neue Erfahrungen machen. Ihre Beziehungen werden tiefer und intensiver werden und Sie werden viele tolle neue Menschen kennenlernen. Beruflich wird es ein erfolgreiches Jahr für Sie. Sie werden neue Herausforderungen meistern und sich weiterhin beruflich weiterentwickeln. Finanziell wird es ein gutes Jahr für Sie. Sie werden Ihre Ziele erreichen und sich weiterhin finanziell verbessern. Gesundheitlich wird es auch ein sehr gutes Jahr für Sie. Sie werden voller Energie und Lebensfreude sein und sich weiterhin gesund und fit fühlen. Im ersten Quartal stehen Sie im Mittelpunkt und können sich auf einige positive Veränderungen freuen. Sie sind voller Energie und Tatendrang und können sich voll und ganz auf Ihre Ziele konzentrieren. Nutzen Sie diese Phase, um sich beruflich oder persönlich weiterzuentwickeln und neue Projekte anzugehen. Im zweiten Quartal wird es für Sie vor allem um die Themen Liebe, Partnerschaft und Beziehung gehen. Die Sterne stehen günstig für neue Liebesbeziehungen und auch für die Vertiefung bestehender Beziehungen. Singles können sich auf neue, spannende Bekanntschaften freuen. In Ihrem Liebesleben erwartet Sie eine aufregende und leidenschaftliche Zeit. Auch in der Partnerschaft wird es im zweiten Quartal 2023 spannend und aufregend zugehen. Sie werden sich Ihrem Partner emotional und körperlich näher fühlen und die Nähe und Intimität in Ihrer Beziehung genießen. In dieser Phase werden Sie auch viel Zeit und Energie in die Gestaltung Ihrer Beziehung investieren. Gemeinsame Unternehmungen und Projekte werden Sie neben der Liebe besonders binden. Das dritte Quartal 2023 wird für das Sternzeichen Widder ein aufregendes und erfolgreiches Quartal. Die Widderfrauen werden in diesem Quartal viel Aufmerksamkeit von den Männern bekommen. Die Widdermänner werden sich in ihrer Karriere weiterhin gut entwickeln. Beide Geschlechter werden im dritten Quartal 2023 viel Spaß haben. Im vierten Quartal des Jahres 2023 wird es in Sachen Liebe und Beziehungen ruhiger für Sie. Dies ist eine gute Zeit, um sich auf sich selbst und Ihre eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Genießen Sie Ihre Freiheit und nehmen Sie sich Zeit für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind. Im Job werden Sie im vierten Quartal viel zu tun haben. Bleiben Sie aber konzentriert und arbeiten Sie kontinuierlich. Dann werden Sie auch hier erfolgreich sein. Alles in allem wird es ein aufregendes, erfolgreiches und gesundes Jahr für Sie werden. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicke dazu unten auf den Button Abonnieren und verpasse die neuen Videos nicht mehr. Hab vielen Dank für dein Interesse.